5 Minuten hat jeder, davon bin ich überzeugt. Diese Yoga-Einheit bringt dich schnell wieder in Schwung und steigert dein Energielevel. Egal ob morgens nach dem Aufstehen oder zwischendurch in der Mittagspause. Fünf Minuten hast auch du. Also, worauf wartest du? Ganz viel Spaß! Komm an den Anfang deiner Yogamatte. Großzehenballen berühren sich, aufrechter Stand. Arme neben dem Körper. Wir legen direkt los. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, ganze Vorbeuge, lass den Kopf hängen. Ein, beugt die Beine, hebt die Arme, Stuhl. Aus, Stuhltwist zur rechten Seite. Einatmen Mitte, Arme heben, Stuhl. Aus, Twiste rüber nach links. Ein, kommt zurück zur Mitte, Arme heben. Aus, ganze Vorbeuge. Einatmen halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, tritt zurück, schiefe Ebene. Einatmen hier, Bauch fest. Aus, kipp die Hüfte rüber zur linken Seite. Ein, Mitte. Aus, Hüfte nach rechts. Einatmen Mitte, Bauch fest. Aus, Hüfte nach links. Letztes Mal ein Mitte. Aus, Hüfte nach rechts. Einatmen Mitte und aus. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier tief durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund aus. Weiter geht's. Einatmen, Beine beugen, schieb dein Gesäß nach hinten und unten, Floating Charles Pose. Und mit der Ausatmung zieh dein rechtes Knie Richtung Nase, Liegestützposition. Dynamisch. Einatmen zurück, Floating Charles Pose. Aus, rechtes Knie zum rechten Oberarm. Ein, schieb dich zurück. Aus, Knie zum linken Oberarm. Ein, nochmal zurück, Floating Charles Pose. Aus, Rechtsschritt nach vorn zwischen die Hände. Einatmen, richte dich auf, Arme heben, Krieger 1. Aus, dreh auf zur rechten Seite. Noch zweimal so. Einatmen, Arme heben, Blick nach vorn. Ausatmen, öffne nach rechts, gleiche Seite. Letztes Mal. Ein, Arme heben und aus, öffne nach rechts. Achtung, einatmen, linke Hand zieht nach vorn, Handfläche zeigt nach oben. Ausatmen, lehn dich zurück, gedrehter Reverse Warrior. Einatmen, Arme heben, Blick nach vorn, Krieger 1. Und ausatmen, Hände zum Boden, dreibeiniger Hund, rechtes Bein in der Luft. Ein, roll nach vorn, dreibeinige schiefe Ebene. Aus, senk ab, halb oder ganz. Einatmen, aufschauender Hund oder Kobra. Und aus, herabschauender Hund. Wir bleiben im Fluss. Einatmen, schieb dich zurück, Floating Charles Pose. Aus, linkes Knie zur Nase, Liegestützposition. Ein, schieb dich zurück. Aus, linkes Knie zum linken Oberarm. Ein, schieb dich zurück. Aus, linkes Knie rüber nach rechts. Letztes Mal, einatmen, Floating Charles Pose. Aus, links Schritt nach vorn, zwischen die Hände. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben, Krieger 1 Variante. Ausatmen, dreh dich auf zur linken Seite. Noch zweimal so. Einatmen, Arme heben, Blick nach vorn. Aus, öffnen nach links. Ein, Arme heben. Aus, öffnen nach links. Achtung, einatmen, rechte Hand zieht nach vorn, Handfläche zeigt nach oben. Ausatmen, lehn dich zurück, gedrehter Reverse Warrior, linkes Bein mehr beugen. Ein, kommt zurück, Krieger ein. Und aus, Hände zum Boden, dreibeiniger Hund, linkes Bein in der Luft. Wir fließen durchs Vinyasa, einatmen, Roll nach vorn, dreibeinige schiefe Ebene, aus, senk ab, halb oder ganz. Einatmen, aufschauender Hund oder Kobra, aus, genüsslich zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier tief durch die Nase ein. Und lösend durch den geöffneten Mund aus. Wunderbar. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung komm an den Anfang der Matte. Einatmen halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen ganze Vorbeuge. Ein Beine, beugen, Arme heben, Stuhl setzt dich tief. Und ausatmen, Beine strecken, Hände vors Herz, Tadasana. Achtung, einatmen, die Arme nochmal ganz raumgreifend über beide Seiten heben. Und ausatmen, Energie zentrieren, bring die Hände vors Herz. Senk den Blick, zieh die Mundwinkel nach oben und bedank dich mit diesem Lächeln bei dir selbst. Für diese unglaublich energetischen fünf Minuten auf deiner Yogamatte. Wenn du Lust hast, mach diese Routine gleich noch ein zweites Mal, um den Flow zu verinnerlichen. Ansonsten freue ich mich, dich schon ganz bald wieder hier auf der Yogamatte begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Namaste.